Okay. Ein altes Tagebuch. Eintrag lesen. 18. Mai 1912. Das war das gleiche wieder. Das Ding hat doch gerade die ganzen Seiten durchgeblättert. The clever concentrate sharpens the mind. Das Kleeblattkonzentrat verschärft die Sinne und lässt mich tote Sprachen verstehen. Da ist eine rote Inschrift auf dem Schädel. Tors Erat. Wir trinken mal die grüne Potion. Daumen nach oben. So, getrunken. Ich fühle mich gut. Das ist die Hauptsache. What does the fox say? What does the ram see? Vögel, ein toten Vogel. Also Bird wahrscheinlich. Ich vermute mal Bird. Ich bin mir nicht sicher. Have you brought me the favorite food? Hand over egg. Ich habe ja gespeichert. Falsch, 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 falsch. Okay. Wir müssen den Vogel abnehmen. Haben wir das? Okay, das Egg haben wir noch. Sollen wir den toten Vogel abnehmen? Ich will den toten Vogel nicht abnehmen. Mir ist so unwohl bei diesem Spiel. Halt, nein, 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 nein. Ich wollte... Ja, schau. Ich wollte eigentlich außen rumgehen. To be facing the far wall. Ach so. The ram is facing this wall, but there's nothing here. Was? Ein Loch öffnet sich in der Wand. Sollen wir da rein? Ja, na klar. Ein Erdnussflip. Ein alter Stuhl. Ein dickes Buch. Desire and Envy, Scheiße. Es fällt mir das doofe Wort nicht ein. Wünsche? Nein, eigentlich nicht Wünsche, sondern Begehren. Begehren und Neid. Was zum Teufel? Benjamins Dachboden. Vor Eden. Altes Buch. After Dawn. Eine Erdnuss. Tatsächlich eine Erdnuss. Der liebt also Erdnüsse. Die Ziege mag Erdnüsse. Okay, ich dachte gerade, wir können dir eine Erdnuss geben, aber na gut. Okay, bitte keine Sequenz. Ah, gut. Dann geben wir die Erdnuss mal dem Kollegen hier. Oh? Hast du mir das Lieblingsessen gebracht? Die Erdnuss. Falsch, falsch, falsch. Wie falsch? Hä? Wie? Warum denn falsch? Wir haben noch einen Nussknacker. Pass auf, ich speichere mal eben. Speicher, Speicher. So, schön stillhalten. Zack. La 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 la. So. Also keine Erdnuss. Wer weiß, was in der Erdnuss drin ist. Ist das eine Erdnuss? Sieht so saftig aus. Ich darf sie... Ich darf sie haben? Dankeschön. Vielen Dank. Hier, ein Schlüssel. Bitte komm zurück. Später. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht wofür. Vielleicht ja für die Kellertür. Ah, gut.
Ich nehme Wetten entgegen, wann ihr Sequenz kommt. Damit kommen wir wahrscheinlich nicht. Der Schlüssel passt da nicht. Okay. Was für ein skurriles Spiel. Das Spiel ist skurril. Können wir mit dem Schlüssel hier irgendwas bewegen oder irgendwas machen? Wir können den Mund mit dem Schlüssel öffnen. Und zwei Herzen fallen aus seinem Maul. Juhu, wir kriegen die Herzen, da freue ich mich. Ich weiß leider nicht, was conjoined heißt, sagen wir mal, das heißt getrocknet. Getrocknete Herzen, köstlich. So, damit haben wir auch das Lieblingsessen. Es ist doch keine Erdnuss gewesen, es hätte mich auch ein bisschen gewundert. Bitteschön. Oh, hast du mir das Lieblingsessen gebracht? Das ist richtig. Die Ziege liebt es, menschliche Herzen zu fressen. Oh, menschliche Herzen, korrekt, korrekt. Unglaublich, unfassbar, unmöglich. Das kannst du nicht gewusst haben. Das kannst du nicht gewusst haben. Das kannst du nicht gewusst haben. Aber wie? Na gut, wir erlauben es. Gefallen für Gefallen. Das heißt, du schuldest uns mehr Gefallen, noch mehr Gefallen, einen weiteren Gefallen. Sing uns das perfekte Lied mit der perfekten Stimme. Da ist es ein Lied mit der Stimme der Gewinne. So. Okay, wir sollen ein Lied singen. Wir haben noch einen Trank übrig. Und wir haben noch einen Plattenspieler. Mit dem wir allerdings nichts machen können. Ist da hinten noch irgendwas? Huch! Was ist hier? Da ist nichts auf der anderen Seite. Die Pflanze ist echt. Sieht auch frisch gegossen aus. Eine Straßenlaterne drinnen? Ein Piano, das sie selbst spielt. Song gelernt. Okay. Ein Hühnchen? Und hier ist das komische Baby. Es sagt aber nichts. Okay, Song haben wir wieder gelernt. Das ist schon mal ganz gut. Ich weiß nun ehrlich gesagt nicht, was es bringt. Wir brauchen eine wunderschöne Stimme. Und ich vermute mal, wir werden gleich erfahren, woher wir diese Stimme kriegen. Wahrscheinlich müssen wir dafür nur einen Trank trinken. So, ab nach unten. Na, sieh mal eine an. Ein altes Tagebuch. 18. Mai 1912. So, Extract of Rose. Das Kleeblattkonzentrat. Und die Essenz der, ja, Violet. Even returns dead creatures to life. Returns dead creatures to life. I plan to leave this place with ample samples immediately. Ich will diesen Platz auf jeden Fall mit ein paar Proben verlassen. Die Frau ist merkwürdig genug, aber um ehrlich zu sein, es ist ihr demented, verdammt. Es ist ihr verdorbenes Baby? Ich weiß es gar nicht, das mir am meisten Angst macht. Der Rest ist durchgestrichen. Tote zum Leben erwecken.
Wer ist denn hier tot? Hier ist niemand tot, ne? Nee, hier ist niemand tot. Wer ist denn hier bloß tot? Wen können wir jetzt zum Leben erwecken? Also er lebt ja noch, er ist blind, aber lebt. Oder vielleicht, weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ob er blind ist. Tot? Er ist offenbar nicht tot. Hier ist auch eine Straßenlaterne. Warum ist da eine Straßenlaterne drin? Bist du tot? Das Baby also auch nicht. Ich dachte vielleicht das Baby, weil es ja vorhin wie so eine Geisterscheinung verschwunden ist. Aber vielleicht lebt es einfach da unten. Ich weiß sonst ehrlich gesagt nicht, was ich jetzt machen soll mit diesem... mit dem nächsten Trank. Das weiß ich gerade nicht. Irgendwas ist hier tot und ich soll es zum Leben erwecken. Mein Schwan, wo ist er hin? Kannst du nicht mehr... Achso, kannst du den perfekten Song mit der perfekten Stimme singen? Das ist ein schöner Song, das stimmt. Aber deine Stimme... Ich muss kotzen, wenn ich sie höre. Kotzen, 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 kotzen. Widerlich, widerlich, widerlich. Okay, der Song ist schön, aber unsere Stimme ist scheiße. Ich speichere mal wieder. Sicher ist sicher. Wie können wir denn jetzt unsere Stimme verschönern? Was ist denn hier tot? Vielleicht unsere Stimmbänder? Nein, halt, mit X da rein, so. Können wir auch nichts mitmachen? Habe ich irgendwas übersehen? Kann ich hier nicht... Ja. Kann ich hier nicht... die Blue Potion verwenden? Nein, eine Filmrolle will ich jetzt wirklich nicht mehr spielen. Vielleicht eins von den beiden hier, eine alte Gitarre? Aber auch die zum Leben erwecken ist schwierig, weil die leben ja gar nicht. Da kann ich mit der Potion jetzt... Halt! Kann ich mit der Potion jetzt irgendwas am Klavier machen vielleicht? Grübel. Grübel. Ne, wir können nur den Song lernen, das war's. Baby geht nicht. Hühnchen geht nicht. Da draußen ist nichts. Ich... bin gerade in einer kleinen Sackgasse. Dr. Johann Faust. Bringt uns aber auch nichts. Irgendwas Totes. Totes. Irgendwas Totes. Aber woher soll man was Totes kriegen? Er ist natürlich tot. Aber das bringt uns nichts. Auch da können wir nichts machen. Ich würde die Dinger gerne runterreißen, aber geht leider nicht. Die hier können wir auch nicht zum Leben erwecken. Der Vogel. Ah, natürlich, der Vogel hat doch eine Singstimme. Ja!
Und wir haben den Vogel, natürlich. Der Vogel hat eine Singstimme. Gut, den Vogel sehe ich nicht unbedingt als Instrument direkt, aber gut. Ich hoffe, das klappt. Alter! Leck mich mal. Was war das denn? Oh, das ekelhaft gerade. Ja, wir lassen den Vogel singen. Eine wunderschöne Stimme, aber der Song, er ist falsch, 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 der Song ist wrong. Okay. Da muss der Vogel jetzt den Song nochmal lernen. Ich hoffe, wir brauchen nicht den Vogelkäfig dafür, also müssen wir nochmal rumlaufen. Ich hoffe, das geht auch so. Okay, liebes Vögelchen, lern das Lied. Ah, the bird seems to like the song. Ja, wir halten den Vogel mal zum Piano. Der Vogel hat den Song gelernt. Gar zauberhaft, gar zauberhaft. Na gut. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Das muss aber auch der letzte gefallen sein. Dann müssen wir aus diesem Keller mal raus. Aber die Fußspuren von Cat gingen doch hier in den Keller. Ich weiß gar nicht, wo die sein soll. So. Was? Was? Der Vogel! Alter, ihr Pisser! Ihr könnt doch nicht den Vogel erschießen! Die können doch nicht den Vogel erschießen! Tote Dinge sollten tot bleiben, sollten sie nicht? Ja, sollten sie! Ja, sie sollten! Sollten sie! Sollten sie! Sie sollten! Sollten sie! Könnten sie! Würden sie! Tote Dinge! Na gut, du hast gewonnen, aber war das nicht ein Spaß? Ja, warum so schnell? Warum gehst du? Warum gehst du so schnell? So schnell, so schnell, so früh, so früh. Nach diesem Lied. Sag, warum bleibst du nicht ein Weilchen? Ein Weilchen, ein Weilchen, ein kleines Weilchen. Wir glauben, es gefällt dir hier, du kleines Veilchen. Du bist so süß, das können wir sagen. Und wir sind nur zwei kleine Blagen. Nein. Nein? Nein? Du musst wirklich gehen? Oh, das fällt mir schwer zu verstehen. Na gut, wir haben es versprochen, haben wir nicht? Wir haben wir? Du wirst vermisst. Wir werden dich vermissen. Na, oh, wir sind traurig. Die Tür nach draußen, das sagen wir dir, ist jetzt offen. Huch, du kannst gehen, wenn du willst. Aber nur, wenn du willst. Da waren die wohl traurig. Oh oh. Das sieht nicht bekannt aus. Press A to jump over holes and obstacles. Was? Bitte was? Soll ich da jetzt rüberkommen? Hä?
so. Alter, lass das.